Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, Creepkill, und ich habe euch ja bereits versprochen, dass es bald jetzt Videos wieder auf meinem Kanal geben wird. Und ich habe mir gedacht, anstatt euch jetzt gleich mit den Battles voll zu müllen, würde ich auch gerne machen, aber mein Kumpel hat leider momentan noch nicht Zeit. Also habe ich mir gedacht, mache ich euch schon mal ein Redstone-Tutorial. Es ist folgendermaßen. Ich werde euch ein Redstone-Tutorial machen über Generatoren oder Generators im Englischen halt. Und dazu mal kurz zu sagen ist, man braucht halt Lava, Wasser, irgendein Material. Ich nehme jetzt mal Glas und Stein. Einfach aus dem Grund, weil Glas, da kann man durchschauen, dann kann man das besser sehen. Ein Hebel ist immer praktisch, dann braucht man noch einen Redstone-Verstärker, Redstone-Fackel und Redstone. Und nicht beschweren, man braucht natürlich mehr von dem Redstone, also jetzt nicht bloß eins. Ich habe jetzt bloß mal eins in die Hand genommen, weil ich jetzt hier in Kreativ bin. Also fangen wir an mit einem Cobblestone-Generator. Er ist eigentlich der einfachste zu bauen. Man braucht ein Loch, setzt daneben Wasser hin, dann fließt das Wasser hinein. Man baut am besten noch ein kleines Mäuerchen rum, um sicher zu gehen, dass nichts ausläuft. Dann kommt hier hinten ein Kolben hin, den braucht man auch noch. Es darf aber kein klebriger Kolben sein, weil sonst würde er die Steine wieder mit hinterziehen. Aber das wollen wir ja nicht. Dann macht man da hinten eine einfache Redstone-Schaltung hin. Es ist im Prinzip eine einfache Glock. Man nimmt sich zwei Redstone-Verstärker, setzt die beide auf die vierte Verzögerungsstufe. Das gleiche macht man dann nochmal, damit man insgesamt vier hat. Und man muss aufpassen, dass die in die richtige Richtung zeigen, weil bei denen hier geht das Signal jetzt nur in diese Richtung und nicht in diese. Und bei denen hier genau umgekehrt. Dann verbindet man das Ganze mit Redstone, setzt dann kurz eine Redstone-Fackel hin, aber auch gleich wieder weg. Dann wandert ihr das Signal durch und der schiebt immer mal wieder vor, wenn das Signal halt hier angekommen ist. Dann macht man hier noch eine kleine Einbuchtung und hier setzt man Lava hin. Dann kommt hier ein Cobblestone hin und immer wenn hier neu generiert wird, schiebt er wieder vor. Dann könnt ihr euch da vorne mit eurer Spitzhacke hinstellen und die Steine schön abbauen. Aber diese Schlange, wo hier rauskommt, ist nicht unendlich lang. Die ist nämlich zwischen 13 und 15 Blöcken lang. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Na, wird ja auch mal wieder einer generiert. Oder ist die schon am Ende? Komisch. Naja, egal. Mal kurz schauen. Ja, okay. War jetzt nur ein kleiner Fehler. Und dann könnt ihr euch eben hier vorne hinstellen und abbauen, was das Zeug hält. Kommen wir nun zum etwas schwierigeren, nämlich zum Cleanstone Generator. Der hat den Vorteil, dass Cleanstone etwas schneller abzumachen ist als Pflasterstein. Und vor allem, wenn ihr eine Spitzhacke habt, die verzaubert ist mit Behutsamkeit, dann könnt ihr auch den Cleanstone so abbauen, wie er ist und müsst ihn nicht erst noch im Ofen brennen, damit er wieder so schön glatt ist. Also, ich nutze jetzt hier mal dafür Glas, weil es einfach besser anzuschauen ist. Und ich habe auch extra das kein Texture Pack genommen, falls sich dann manche wundern würden, hä, was ist das? Ist das ein Redstone-Verstärker oder ist das jetzt ein Block? Weil die meisten dürften ja die voll kennen, die meisten, wo von euch spielen. Und hier macht man eigentlich im Prinzip das gleiche. Man setzt wieder vier Redstone-Verstärker hin, verbindet wieder, setzt kurz die Fackeln und wieder weg. Und das Signal wandert hier durch. Jetzt setzt man in die beiden Buchten allerdings Wasser hinein. Und am besten macht man davor ein Loch, damit es nicht ewig hinausfließt. Nämlich, das hat jetzt den Vorteil,
Hier ist dann stehendes Wasser, wenn der Kolben nicht gerade vorgeht. Und es hat den Vorteil, wenn jetzt Lava auf stehendes Wasser trifft, dann wird es eben zu Cleanstone. Jetzt ist aber links und rechts schon belegt. Hinten ist der Kolben, vorne soll der Ausgang sein. Also kommt die Lava von oben. Die kesselt man hier am besten etwas ein, damit sie nicht auslaufen kann. Und dann setzt man hier oben Lava. Das war voll. Ach so, ja. Ich gebe euch noch den Tipp. Baut die Lava lieber zwei höher, dann funktioniert das Ganze besser. So, jetzt dürfte das Ganze aber eigentlich klappen. Ja, genau. So, jetzt kommen hier die Cleanstones raus. Und dann könnt ihr sie auch abbauen. Kommen wir nun zum schwierigsten Teil. Da fliege ich mal schnell hier rüber. Nämlich zum Obsidian-Generator. Falls das manche nicht kennen, das funktioniert praktisch dann, wenn halt Wasser und Lava sich ohne dass sie fließen treffen. Braucht man, falls ihr es jetzt nicht wissen solltet und Minecraft-Anfänger sein, es ist so ein schwarz-lilaner Block und den braucht man sowohl für den Verzauberungstisch als auch für ein Nether-Portal, also Höllenportal. Gut, man kann den auch größer bauen, aber ich mache ihn jetzt mal so, dass er halt immer einen Obsidian-Block generiert. Also man nimmt Wasser und macht daneben ein Loch, damit es nicht ausläuft. Man kann sich halt selber noch eine Reihe Glas drumherum setzen. Und dann hat man hier halt, auch wenn es so aussieht, als würde es fließen, es ist eigentlich stehendes Wasser. Dann kann man hier einen kleinen Turm bauen, macht hier... Ja, dann nehme ich mal lieber Glas. Und hier zu. Und jetzt soll dann von hier oben die Lava hinunterfließen. Und dann entsteht hier der Obsidian-Block. Da ist aber noch eine kleine Besonderheit. Zeige ich euch dann. Gut. Dann baut ihr hier einen... Moment. Das war falsch. Baut ihr hier einen Kolben hin. Der sorgt dann praktisch dafür, dass die Lava manchmal durchfließt und manchmal eben nicht. Dann muss natürlich die Lava auch noch hin. Die setzt man dann einfach eingekesselt hier hinein. Aber man sollte aufpassen, bevor man sie hier hineinsetzt, macht man hier erstmal ein Redstone-Signal. Dann kann man eben hier entweder einen Hebel setzen. Wenn man den Hebel dann drückt, geht der Piston hinunter. Und dann kann man hier auch ohne Probleme die Lava hinsetzen. Dann fließt sie nämlich nicht durch. Ich mach bloß mal kurz Timeset 0, weil nachts sieht man das Ganze nicht so gut. Jetzt gibt es allerdings noch eine Besonderheit. Und die wäre... Moment, ich dichte hier bloß mal ab, damit wirklich nichts passieren kann. Weil Lava kann natürlich schon ein bisschen Zerstörung anrichten. Und jetzt, wenn man die aber hier hinsetzt, dann verbindet sich die Lava mit dem Wasser und das wird zu Cleanstone. Das wollen wir aber nicht. Also müsste ich hier noch ein Redstone hinsetzen. Warum das genau Redstone ist, weiß ich nicht. Aber, ja gut. Ist halt einfach so. Dann macht ihr den Hebel hoch, die Lava fließt raus, fließt runter und wird zu Obsidian. Dann könnt ihr hier wieder abdrehen. Und das Obsidian abbauen. Dabei ist zu beachten, für alle Anfänger unter euch, Obsidian kann man nur mit einer Diamantspitzhacke abbauen. Also, ihr könnt euch da ruhig eine halbe Stunde hinstellen mit einer Eisenspitzhacke, ihr werdet es nicht wegkriegen. Und das war's dann eigentlich schon von mir. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob es euch gefallen hat. Und es war eigentlich nur so ein kleines Überbrückungsvideo, weil... Wie gesagt, mein Kumpel hat noch keine Zeit und ihr könnt ja mal einen Daumen hoch geben, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr wollt, dass ich weiter Redstone Tutorials mache oder wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen runter, aber dann bitte auch schreiben, warum, damit ich mich verbessern kann. Okay, das war's von mir und dann würde ich mal sagen, ciao Leute, wir sehen uns im nächsten.